ein Fest, wenn man euch sieht. Und es war für mich ein besonderes Fest, als ich euch gehört habe. Eure Mitschülerin, die hier gelesen hat, hat im Deutsch sicher eine Eins. Ne? Das müsste sein. Kann nicht jeder so gut. Aber man kann es hinkriegen mit der Zeit. Und die hier gespielt haben, die Darstellung gemacht haben, die hatten eine gute Fantasie. Ich würde euch, wenn ich hier in Leipzig Pfarrer wäre, in der Osternacht holen. In der Osternacht, da wird nämlich immer diese Geschichte vorgelesen. Aber wie ihr das gemacht habt, ist das unübertrefflich schön. Die Geschichte vom Werden dieser schönen Welt. Und die Geschichte geht weiter. Sie geht weiter bis zu euch. Ihr seid genauso in diese schöne Welt hineingerufen worden und lernt und erobert sie und entdeckt sie und erfahrt vieles Schöne. Eins habt ihr jetzt auch gerade erfahren, was der Pfarrer euch vorgelesen hat. Ein ganz kurzes Evangelium, eine kleine Geschichte von einem winzigen Etwas. Wovon hat er gerade gelesen? Ja, natürlich heute schon ziemlich viel, was ich gehört habe. Aber das dürfen wir jetzt nicht übersehen, obwohl es ganz, ganz, ganz klein ist. Am Anfang. Ja, wunderbar. Das kleine, winzige Senfkorn. Ihr habt doch bestimmt zu Hause schon mal einen Senfkorn gesehen bei der Mutti in der Küche. Die streut das manchmal in ganz bestimmtes Essen rein. Na, wer es noch nicht gesehen hat, der kann es noch nachholen. Jedenfalls, das kann man. In einem Guckenglas kann man sehen, genau, das ist das, was uns gefehlt hat. Richtig, du hast zu Hause schon mal genau hingeschaut. Richtig, den knackigen Boden da gehören ein paar gute, schöne, gelbe Senfkörner rein. Das sind Samenkörner. Aus diesem kleinen Samenkorn kann ein riesengroßer Strauch werden, wie ein Baum. Auf diese Pflanzen haben angefangen mit einem kleinen Samenkörnchen. Und das ist für uns ein schönes Bild. Jesus vergleicht nämlich das Reich Gottes, also dort, wo Gott wohnt, wo Gott zu erleben ist, wo man ihn spüren kann, mit einem solchen kleinen Samenkorn. Am Anfang merkt man fast nicht. Aber mit der Zeit wächst da etwas ganz Wunderschönes, Großartiges draus hervor. Und dieses Samenkorn nenne ich jetzt mal nicht Senfkorn, sondern ich sage ein Wort, das ihr sofort alle versteht, das ihr alle kennt, das ihr alle schon erlebt habt. Ich sage Samenkorn Liebe. Man könnte auch sagen, wir werden es nachher gleich sehen, Samenkorn Hoffnung. Man könnte auch sagen, Samenkorn Freude, Samenkorn Glück. Jetzt will ich euch erzählen, wo ich dieses Samenkorn Liebe das letzte Mal für mich ganz beeindruckend erlebt habe. Als das große Wasser kam, in Leipzig kam es ja nicht so schlimm, Gott sei Dank, habt ihr ganz schönes Glück gehabt. In anderen Städten, wo zum Beispiel war es schlimm. In Gera nicht, die haben gar nichts gemacht. Aber in Dresden, der Wolfgang hier in der Nähe, Grimma, ganz genau. Und wisst ihr, was ich in Grimma gemerkt habe, als ich nach Grimma kam und alles voll Dreck war und voll Schlamm und die Leute waren traurig.
die mitten in dem Dreck den anderen dort in Grimma geholfen haben. Und es war heiß und es hat gestunken. Es war schwer, der Dreck. Und sie haben geholfen, den Grimma die Häuser wieder von dem Schlamm zu befreien. Das war Samenkorn Liebe. Da fängt unter den Menschen etwas Wunderschönes an zu wachsen. Und wenn ihr irgendwann einmal zu Hause oder in der Schule jemandem helft, weil ihr ihm gut sein wollt, da fällt das Samenkorn Liebe in den Boden und beginnt ein wunderschönes Wachstum. Und Jesus sagt, das ist das, wo Gott dabei ist. Da ist Gott. Wenn das wächst, da bin ich. Da bin ich bei euch. Da begleite ich euch. Deswegen, wenn ihr irgendwann bei euch in eurer nagelneuen, schönen Schule, die hoffentlich nie Hochwasser erlebt, ist glaube ich hier nicht möglich. Ne? Geht hier nicht. Oder doch? Na, hoffen wir das Beste. Jedenfalls, wenn ihr in dieser wunderschönen, nagelneuen Schule jetzt einfach immer wieder einem anderen helft, der vielleicht gerade mal Moment nicht aufgepasst hat und was nicht verstanden hat oder nicht so gut basteln kann wie ihr oder vielleicht auch mal daneben singen. War ja gerade so schön, wie ihr gesungen habt. Aber da kann es mal auch einen Brummer dazwischen geben. Kann man sagen, so geht's hoch. Kleine Hilfe, kleine Freude und das Samenkorn, Liebe fällt wieder in.
alle ihr.